Und damit mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge God of War hier bei uns auf dem Kanal. Es muss ja natürlich auch irgendwie weitergehen, das nützt ja alles nichts. Und wir sind ja jetzt beim letzten Mal, haben wir ja diese Lichtelfen da befreit, da hinten aus diesem Palast. Und da war ja alles super knorke. Was passiert denn, wenn ich hier nochmal F drücke? Guck mal her, Junge. Macht der noch irgendwas? Der rührt da nochmal im Sand rum. Was soll ich auch hier machen? Okay, und weiter. Ha? Ein Karussell. Wir haben unser eigenes kleines Karussell. Ist das nicht süß? Oh, was ist denn jetzt los? Oh. Ach, jetzt geht es einfach wieder runter. Gut, da müssen wir nicht hin. Ich wollte es einfach nur noch mal testen. Was da passiert. Aber anscheinend ist das alles richtig so. Wir haben halt einen super Aufzug. Ah ja. Müssen wir noch mal in Ruhe noch mal hochfahren. Sehr schön. Nö, da ist ja alles gut. Komm, fahren wir wieder hoch. Bitte drücken Sie den Aufzugsknopf. Welche Etage darf es denn sein? Na, die ist Erdgeschoss, bitte. Dankeschön. Früher hat man das so gemacht, wisst ihr? Als man auch keine Seile und Kabel hatte, da hat man das Ganze mit Magie noch gelöst. Ne? Mit einem spitzen Messer, einem kleinen Jungen. Und dann ging es schon nach oben, ne? So schnell kann das gehen. Sehr schön. Ach, ist das süß. So, Wurf an die frische Luft. Ah, genau, wir hatten ja die Dunkelalben da, umgebracht, alle erfolgreich. So, da sind wir doch schon. Und einrasten. Der Sicherheit wegen. Kann ich hier mitfahren? Nö. Das ist ja mies. Komm mit, Junge. Wir müssen los. Lass das Ding noch ein bisschen drehen. So, hopp. Sehr schön. Wollen wir noch eine Ehrenrunde drehen? Aber brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben ja alles, ne? Und jetzt geht's aber raus aus dem Lachs. Sehr schön. Machen wir doch. Und? Und? Was und? War so ein Licht? Wer? Na, sie. Nein, war sie nicht. Als würde es dir etwas bedeuten. Pass auf, was du sagst, Junge. Bis die Reise vorüber ist, muss sich einer von uns konzentrieren. Halte mein Schweigen nicht für fehlende Trauer. Trauere, wie du willst. Und überlass meine Trauer mir. Das ist mal eine Ansage gewesen. Tut mir leid. Ich wusste nicht. Nein. Woher auch? Du weißt nicht, wie ich bin. Ich weiß, es war nicht leicht. Hm. Das ist ja jetzt auch nicht hilfreich für ihn. In dem Licht waren für mich nur Minuten vergangen. Falls dich das irgendwie tröstet. Das ist gut zu wissen, wirklich. Also, gehen wir zurück nach Midgard, zum Schwarzen Atem? Oder meinst du, hier gibt's noch mehr zu sehen? Ja, verrat du's mir, du weißt doch alles, du bist doch der oberschlaue Rotzjunge. Macht näher? Nö. Was wolltest du noch über den Krieg erzählen? Eine Schlacht gewinnt vielleicht der bessere Soldat. Einen Krieg gewinnt der, der bereit ist, alles für den Sieg zu opfern. Mhm. Boah, die Weisheit des Tages, Leute. So, gibt's hier noch irgendwo was, wo, was wir entdecken könnten? Hier hinten vielleicht drin, aber ich glaube nicht, ne? Da waren wir ja schon drin. Ja. Rückwärtsgang. Heute paddeln wir rückwärts. Die Tageschallenge. Nein, wo lang? 142. Hä? Habe ich hier gerade was verpasst, oder? Moment mal. Kaspar, grüß dich. So, jetzt doch hier lang, oder? Nö, geht ja auch nicht hier lang. Hä? War hier vorhin nicht ein Durchgang? Lichtelf, mach mir das ordentlich wieder. Wie das war. Doch hier lang. Na ja, sagt es doch. Rein ins Düsterloch. Junge, Junge. Was ist ein Nebel hier? So, hier waren wir ja schon.
Hier haben wir ja das Krönchen abgerupst. Den Zapfen. Den schönen Zapfen habe ich abgerupft. So, hier ist nochmal der Zwerg. Messerscharf erkannt. Ich bin bekannt für meinen Blick für Details. Ihr seht aus, als bereitet ihr euch auf eine lange Reise vor. Oui, oui. Oui, oui, Monsieur. Guck mal her, was hast du? In Midgard liegt ein verlassener Tempel, den ein anderer Zwerg zu seinem Lagerraum umgebaut hat. Er ist voll mit Schätzen, die er auf seinen Reisen durch die Welten gesammelt hat. Durch die Welten? In welchen war er? Was hat er gefunden? Fafnir war ein, sagen wir, aggressiver Sammler magischer Artefakte. Je mehr er hatte, desto mehr wollte er. Keine Welt war zu gefährlich, keine Reliquie zu riskant. Einmal ist er bis tief nach Nivelheim für einen Wetzstein gereist. Ha, war bestimmt ein guter Wetzstein. Führt diese Geschichte irgendwo hin? Ja, das tut sie. Ich habe zufällig einen Zugangsstein zu Fafnirs Lagerraum. Dort findet ihr bestimmt was Nützliches. Super, danke Sindri. Aber gerne doch. Oh, und wenn ihr den Wetzstein findet, wäre es nett, wenn ihr ihn mir bringen würdet. Aha. Ich rate euch zur Vorsicht, wenn ihr den Lagerraum betretet. Darin haben sich alle denkbaren Arten von Abscheulichkeiten breit gemacht. Das sagt er jetzt. Wird dein Freund nicht böse, wenn wir alles stehlen? Oh, nein, keineswegs. Er ist tot, glaube ich. Oh, tut mir leid. Glaubt er? Nein, das muss es nicht. Diese Dinge passieren, wenn man von Welt zu Welt reist und kostbare Artefakte sammelt, die einem gar nicht gehören. Aha. Wo sollen wir anfangen? Haben wir denn noch was zum Umbauen? Sie haben einige verlorene Gegenstände. Das sind Gegenstände, die Sie auf dem Schlachtfeld hinterlassen haben. Klicken Sie, um das verlorene Gegenstandmenü auszuwählen. Da. Graviertes Wappen des Mutes. Wir nehmen alles mit. Zack. So, hier gibt es was Neues. Eine Hüftbrustrüstung? Nö. Was die da? Stärke minus 14. Okay, warum? Na, ich bin doch... Das ist ja genau, aber Runen plus 15, ne? 2 plus 1 plus. Ja, eigentlich müsste man das ja schon fast nehmen, ne? Eigentlich. Lass aus! Verbesserung erfolgreich. Boah, das sieht aber nett aus. So, warte mal. Kann man hier noch irgendwie... Zauberplätzchen kann man nicht machen. Nicht genug Ressourcen. Ja, macht nichts. So, und dann haben wir noch eine Hüftrüstung. 2 plus. Oh ja, die ist deutlich besser wie meine. Achso, die habe ich ja schon an. Oh. Wenn ich das so sage. Den Kriegsgürtel. Hm. Sehr schön. Ansonsten haben wir eine Schwalbe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, wo gehen wir hin? Was, Junge, wir müssen irgendwo hin. Wir können aber trotzdem hier hinten nochmal gucken, ob es noch irgendwas gibt. Irgendwas Verstecktes vielleicht? Nö. Hier sind irgendwelche Frösche unterwegs. Dann braucht man auch... Oh. Eine Spitze. Das ist ja eine... Das ist ja Spitze, Leute. Ne, dann wird da rein in das Bötchen. Oder geht's hier lang? War auch noch lang. Hä? Waren wir hier schon? Ja klar, hier ist ja hier das Schwert des... Wie auch immer er hieß... Was beichten. Was denn? All diese Stimmen in meinem Kopf. Ja. Also das war nicht das erste Mal. Okay. Als wir Brock getroffen haben, warnte mich sein Tier vor etwas, das ich in den Bäumen versteckte. Deshalb wollte sie nicht hinüber. Hat sie dir das gesagt? Naja, ich konnte fühlen, was sie gefühlt hat, bevor sie Angst hatte. Hm, wenn das nochmal passiert, erzähl's mir. Verstanden? Oh, ne? Sag ich. Versprochen. Das gibt's ja ganz schön Ärger vom Papa. Beim nächsten Mal. So. Wir latschen durch die Welt, die es uns gefällt. Hallöchen. Alter Wikinger. Sag mal, ey, das ist aber hier. Ich sag, gib mir mal ein bisschen Gas hier, komm. Los, mal auf. Super. So, jetzt sollen wir in die Schatzkammer, ne? In die Schatzkammer geht's doch hier lang. Wir wollen ja auch Schätze haben, ne?
So, wie funktioniert das jetzt? Brocks Laden? Da sind wir ja. So, Meier. Was ist das da? Ne, das ist ja mein Cursor. Ich habe hier nichts weiter. Also der hat doch gesagt, wir haben doch diesen hässlichen Diamanten da bekommen. Hey, ich mache hier nicht alles kaputt. Warte mal. Inventory. Ressourcen. Vergessenes Herz. Frostflamme. Bla bla. Das verzauberte Gedönsstab. Abklingen. Bla. Zeichen der Zwerge. Keine Ahnung. Vielleicht kommen wir da noch hin, oder? Weil ich sehe jetzt hier aktuell nichts. Viele. Zurück nach Midgard reisen. Okay. Und das? Das da, genau. Senri helfen, Afnirs Wettstein zu finden. Belohnung. Ja, wir können auch erstmal die normale Quest machen. Mach das. 85 Meter. Damit, Sohn. Hier geht's durch. Upala. Auf! Was jetzt? Wir haben das Licht. Auf nach Midgard. Ja, kann man hier drauf schießen, Junge? Schieß mal drauf. Schieß noch mal drauf. Das war nix. Auf nach Midgard. Das war... Kann ich hier durch, jo? Na klar. So, da hinten. Moment. Auf nach Midgard. Midgard ist der Mittelpunkt der Welt, in drücke R, um nach Midgard zurückzureisen. Verrückte Vorstellung, dass alle Welten am gleichen Ort existieren. Eine über der anderen. Hier können wir reisen, ohne uns zu bewegen. Ja, gell, oder? Hui. Könnte mal glatte Marshmallow drauf grillen oder sowas, ne? Sehr schön. Ja, also Schlangenrock finde ich absolut klasse. Die Farbe hat auch irgendwas Beruhigendes. So, wo geht's denn hier raus aus dem Dorf? Hier so? Na, aber. Und so ein bisschen Schnee gekommen jetzt, oder? Dein Bruder. Halt, falsche Reihenfolge. Hast du den Schwachkopf etwa an deine Klinge gelassen? Du weißt, dass er sein Können verloren hat. Plötzlich hat es ihn verlassen. Wollte mich mit runterziehen. Hat er unser Mädchen versaut? Im Gegenteil. Auch ein blindes Schwein furzt gelegentlich mal etwas Trüffel aus. Aber weißt du, was wirklich zählt? Beständigkeit. Und die trieft bei mir aus allen Öffnungen. Was hast du gemacht? Verbessert. Also so viele Verbesserungen, wie wir bis jetzt bekommen haben, das ist ja völlig irre. Aus welcher Welt hat's euch hierher verschlagen? Lasst mich raten. Auf Heim? Richtig geraten. Den Geruch erkenne ich überall. Hab früher viel Zeit dort verbracht. Aber das darf ich jetzt nicht mehr wegen des, Zwischenfalls. Was ist passiert? Weiß ja nicht, ob dein alter Herr es gut findet, wenn ich es dir erzähle, weil Fluchen und Stehlen und Hurerei damit zu tun hat. Ja, erzählen. Richte nicht über mich. Ihr seid's doch, die nach Alp stinken. Da werden einfach Erinnerungen wach. Aha. Jetzt hau ab! Meine Arbeit macht sich auch nicht von allein. So, was haben wir denn bekommen jetzt? Atreus Rüstung, der könnte doch auch ein bisschen überragendes Runengewand. Erhöht den Nahkampfschaden. Erholungsgeschwindigkeit nach gegnerischen... Achso. Nö, das da. Kann ich nicht machen, ne? Nicht genug Ressourcen. Aha. Das hat er ja schon, oder? Gezielter Schuss.
Hat der überhaupt irgendwas an? Der hat doch gar nicht an, oder? Oh. So klein wie wir ist das ein natürlicher Schutz. Schwerer zu treffen. So, signalisier Freude, mein Freund. So, was kann ich hier? Oh. 3, 3, aber das ist... Oh, au, ja. Stärke plus 20. Metallplatten-Schulterschutz. Er hat halt Drohnen minus 15. Der Drohnen minus 18. Das ist doch alles... ein Armrüstung? Ja, weiß man immer nicht, was man machen soll. War es das? Hat irgendwie immer alles schlechtere Werte, ne? Das ist alles ganz komisch. Wir lassen mal den Waffenrock an. Zauber. Nicht genug Ressourcen. Zauber, der einen zufälligen Wert erhöht. Aha. Aber ich habe ja nicht genug Ressourcen. Seltener Zauber erzeugen. Nö, wesentlich. Tja, komm wieder, wenn du etwas brauchst. Auf jeden Fall. So, kommen wir denn jetzt in dieses geheime Ding da? Von hier aus? Rabenklippen, da sind wir, oder? Ja. Uxladen, nee. Kratos. Rabenklippen. Die Reise. Das sind ja wirklich immer Entscheidungen. Was ist das da? Ja, ich will dahin. Wie komme ich dahin? Ganz salopp gefragt, komme ich da überhaupt schon hin? Oder ist das auch wieder so ein später Ding? Motorboot fahren. Aber wir haben doch diesen Stein da bekommen. Will nicht Boot fahren. Ich bin faul. Komm mal. Was habe ich kaputt gemacht wegen dir? Komm, Junge, wir gehen Boot fahren. Der Onkel auf Twitch hat das gesagt. Kennst du noch den Weg zurück zum Schwarzen Atem? Wir müssen über die Brücke zum Vanaheim-Turm gehen. Gehen wir zum Schwarzen Atem oder sehen wir uns um? Deine Wahl. Meine Wahl. Ich würde gerne diese Quest annehmen mit dem... mit dem Tralala-Typen. Was ist denn hier schon wieder? Was hat er denn? Präzisionsschottenrock. Gezielter Schuss. Das hat er doch an. Was will ich denn? Achso, das war nur nochmal die Info. Okay. So, wie kann ich denn das auswählen hier? Den Quatsch da. Enter. Entfernen, nicht verfolgen. Wir verfolgen das doch schon. Sage das doch. Aber jetzt brauchen wir Bötchen, ne? Was sie sagt. Da unten. Da sind wir die Karte. So, ich muss einmal quasi rundherum um die ganze Show hier. Schauen wir mal. Sehen wir schon. Da drüben wird die Nebenquest ein. Ach, das Blaue ist die Nebenquest. So, jetzt habe ich es verstanden. Ich hoffe, mich etwas getäuscht. Hast du da draußen was gesehen? Den Turm? Nein. Ich sehe keinen Turm. Vielleicht nur Einbildung. Einbildung ist auch eine Bildung. So, da geradeaus 700 Meter. Vielleicht mal. Wir müssen doch aber hier rechts. Ja, links meine ich. Links ist doch da, wo der Daumen rechts ist. Schlange, dass ein Teil ihres Körpers hier liegt? Ja, das weiß die. Genau. Eine Seepfad, die ist lustig. Eine Seepfad, die ist schön. Ja, da kann man unter Kratos Kriegsröckchen sehen. Alla, ein bisschen? Ah, Logo. Ich wünschte, die Mutter könnte bei uns sein. Sie konnte kämpfen. Die Stimmt's? Mutter. Ja, sie kämpfte. Wundervoll. Hecki Hecksilber. Den anderen holen wir uns später. Ich muss hier doch irgendwo rein, oder? Sag ich mal. Nee, haben wir verfahren. Das geht ja gut los. Das hier. Ein Brett. Junge, 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 Junge. Hier müsste ich doch jetzt rein.
zu dem geheimen Geheimlager. Das nehmen wir noch mit. Zack. So, da bin ich doch richtig. Unter der Schlange durch. Hey. Ja. Kennst du vielleicht ein paar schöne Geschichten? Nein. Was für Geschichten? Ich weiß nicht. Mutter wusste immer eine Geschichte. Hat dir als Kind niemand welche erzählt? Ich kannte mal einen Mann vor langer Zeit. Seine Geschichten waren kurz und zweckdienlich. Klingt nach Spaß? Ja. Weißt du noch eine? Wir machen ein andermal weiter. Pass auf, kommt der Mann in die Bar und sagt, hallo. Karte aktualisiert. Alte T, um Karte anzuzeigen. Ja, und jetzt müssen wir uns da durchschlagen, ne? Wie die Tiere. Ich weiß es nicht. Gierig? Was? Klingt interessant. Wir gehen in diesen Lagerraum, um nützliche Dinge für unsere Reise zu holen. Nicht um mehr über den Zwerg zu erfahren. Verstehst du das jetzt? Mann. Komm mit. Oh, was ist das? Ein Trüchen. Genau. Ja, damit alles meins. So, der hat ja gesagt, hier sind ganz viele ekelhafte Tiere drin. Irgendwelche komischen Küchen. Sohn, schießen Sie. Ja, damit. Da ist doch schon wieder ein Zwergentyp. Ja, das können wir dann benutzen, ne? Ja, oder? Ja. Geht kaputt. Gut. Ja, schönen guten Tag. Habt ihr im Lagerraum etwas gefunden? Zum Beispiel einen Wetzstein? Aber wir waren da noch gar nicht dort. Der will uns schon verarschen, oder? Spinnt der? Habt ihr irgendwas gefunden? Ja, also. Bin du hier nicht von DHL Express? Oh, Katzin. Oder? Bitte? Soll ich da Beschwerden? gleich sind wir da, Leute. Ganz ruhig bleiben, ja? Holt sich jeder noch ein Eis und dann geht's los. Häscher. Oh oh, sie waren zuerst hier. Ja, schieß doch mal auf ihn. Frösche. Los da, Feuer frei. Hey, hallo? Ja, Feuer. Achso, du bist ja mein Sohn. Moment. Manchsoße. Hier ist noch einer. Wo denn? Moment. So, das hast du jetzt davon. Deine Fähigkeiten wachsen weiter. Ja, du bist ein guter Junge. C wie Cäsar. R wie Richard. Und jetzt? Was ist das? Was sagt der Junge die ganze Zeit? Ist das Ding hier irgendwo? Baby Dora. Das hat natürlich wieder nicht erreicht. So, aber jetzt. Ich habe ein Hörnchen gefunden. So einen noch und dann habe ich die Rage. So, jetzt gibt es ja hier anscheinend ein paar Möglichkeiten, ne? Wir krabbeln mal da hoch.
Was denn? Ey, was ist das hier? Bist du doof? Wundermann, du hast einen Bogen. Benutz ihn. Über dir, pass auf. Weißt du, er hätte schon längst abschießen können. Aber nö. Macht er nicht. Dankeschön. Ein bisschen Stahl. Weltenschlange Schuppenfragment. Plus 7. Die kann man bestimmt gewinnbringend verscherbeln. An so einen Zwerg, ne? Die können ja alles hier brauchen. So, Zwerge brauchen alles. Und kann man das eben wieder rausziehen hier? Nee, ne? So, wo lang? Links oder rechts? Rechts. Eigentlich da lang. Oh. Verschlossen. Suche einen anderen Eingang. Wie verschlossen? Ich bin Gott? Verschlossen. Ein Gott lässt sich durch einen Schlüssel aufhalten. Ich glaub's ja wohl nicht. Hm. Na gut. Ich wäre aber gern der Götterschlosser. Oh, was ist denn hier los? Sind wir jetzt bei den Elben? Kommt jetzt gleich Frodo und will seinen Ring wieder haben? Alter, das sieht ja nett aus hier. Hallöchen. Hier schreit irgendeiner. Ja, gehst du runter oder nicht? Komm. Kleiner Scheißer. So, jetzt können wir quasi von hinten aufschließen. Hab's doch gewusst. Nee, warte, wir gehen müssen wieder zurück. Moment. Das hat der Papa aufgemacht. Das ist doch der Gott der Schlösser. Was hast du? Das ist jetzt hier der große Schatz. Nee, ist er nicht. Oh, Hörnchen. Junge. Hey, noch eine Schatzkarte. Noch eine. Zeig her. Meine Reise war lang und ich kann nur das Nötigste mitnehmen. Mein Besitz liegt unter dem wachsamen Auge des Gesichtes aus Stein, bis ich zurückkehre. Hat hier Sicht aus Stein. Aha. Interessant. So. Zack. Schlüssel rein. Was passiert jetzt? Oh. Die Herrscher sind reingekommen. Wie reingekommen? Komm mit. Vertreibt man sie wieder. Da. Guten Tag. Explosion. Sohn, geh weg da. So, macht man das. Nur dämliche Töpfe und Draugar. Keine magischen Schätze und kein Wetzstein. Erwarte niemals zu viel, Junge. Lass uns doch erstmal gucken. Du bist doch nicht enttäuscht. Schau doch, hier liegt doch was rum. Hier liegt doch ein Diamant. Da siehst du. Vanieres Zugangstein. Siehste, ist doch jetzt nicht ganz umsonst gewesen. Wir haben doch was gefunden. Höre auf zu schimpfen. Ist ja wie ich. Schau mal, ich mache auch ein bisschen warm für dich. Oh, was war denn das? Oh. Cool. Irgendwas habe ich gewonnen. Na gut. Naja, wir haben zumindest mal einen Zugangsschlüssel gefunden für irgendwas, aber ein Wetzstein aktuell. Was ist denn das hier? Ich habe meine Axt weggeschmissen. So, das habt ihr jetzt davon. Ich kämpf ab sofort mit meinen Fäusten. Nee, Spaß. Oh. Komm, Feuer frei. Hast du geschossen? Sie haben dich überrumpelt. Ich war nicht bereit.
Genau. Ja, jetzt denk mal drüber nach. Da, nimm die Axt und sei bereit. So, komm, weiter geht's. Next round. Bitte? Aha. Da drüben geht's lang. Gute Reise, gute Reise. Das ist ein besonderes Zeichen hier. Gibt's besondere Sachen. Na los hier. Hey. Oh. Wenn Ihnen ein bestimmter Gegner Schwierigkeiten bereitet, finden Sie im Bestarium im Codex-Menü Tipps, ihn zu besiegen. Mächtige Gegner haben lila Gesundheitsbalken. Kaufe oder entdecken Sie bessere Ausrüstung, um die Chancen zu erhöhen. Alter. Oh. Wenn Sie ohne Waffen kämpfen, ist okay. Ja, ich glaube auch, das war jetzt so ein Ding mit... So, Kontrollpunkt Neustart. Ich tippe hier die ganze Zeit durch, was es geht doch nicht weiter hier. Dann, ich würde sagen, auch mit den Fäusten reinballern jetzt, oder? Wir haben doch... Genau. Wir testen das nochmal. Los, Zone, Attacke. Nee, das haut nicht hin. Ah. Also da kommen wir noch nicht rein, angeblich, oder? Oder sind wir einfach zu schwach für diese Welt? Hm. Gut, mit Fäusten bin ich ja jetzt immerhin mal ein bisschen weitergekommen. Oh. Danke. Zu schnell, okay. Ich bin immer, also fast immer zu schnell. In meinem Leben. Hinter mir, jawohl. So, jetzt kriegst du auf die Fresse. Noch einer ohne Fahrschein? Nützliche Ressourcen. Warte. Viken. Dieser Seo-Hescher benutzt im Kampf oft große Streitkolben. Mutter nannte sie aus irgendeinem Grund immer Viken. Also nicht mit F, sondern mit V. Wir sollten diesen Gegner schnell erledigen. Ihr seid. Aber viele der Truhen sind geleert worden. Von den Häschern. Wir brauchen Sindris Wetzstein. Ja, doch, Mensch. Bleibt ruhig. Alles zu seiner Zeit. Komm, ich nehme das Äxtchen wieder hier. So. Ein Durchscheißer. Jetzt kriegst du wieder Bronchitis. So. Uff, hier mal. Sehr schön. Ein ganz schön wetziger, fetziger Stein. Oh. Komm. Nächste Tür. Neue Tür, neues Glück. Ob sich hinter dieser Tür der Zong verbirgt? Ich habe hier ein gutes Gefühl. Ja? Vielleicht finden wir den Wetzstein. Vielleicht? Denk dran, was ich dir über Erwartungen gesagt habe, Junge. Erwarte nichts. Schon klar. Egal. Gutes Gefühl. Ja, ja. Das sagst du nur so. Du willst mir nur Mut machen. Deinem gottgleichen Vater. Komm, geh doch vor. Dann geh doch. Siehst du? Ja, du blöde Hexe. Wo bist du? Komm mal. In die Schnauze. Ba-ba-ba-ba-ba. Oh.
Guter Schuss. Ohne Mann regelt das schon. Gibt's hier noch irgendwo ein Leben für mich? Ich pass schon auf. Auf die fertig, die Tante. Alter Vater. Oh. Junge, Junge, Junge. Du bist auch kein Wettsteinsohn. Ist nur noch so ein Ding. Ist das vielleicht zu laut für euch ein bisschen da draußen? Macht einfach nichts. Was haben wir denn hier? Nichts. Oh. Schau mal. Habt ihr da was hingelegt? Okay. Mach ich wieder ein bisschen lauter. Das bin nicht ich, das ist Kratos. Verstehst du? Kratos Maximus. Das ist aber auch ein nettes Geschnitzte hier. Das ist ja hier. Das ist ja schön. Haben wir hier noch was zum Zerstören? Nö. Dann haben wir jetzt hier den heiligen Hirsch. Na dann. Damit so ein... Genau. Ist die etwa keine Scheibe? Was ist denn jetzt los? Schieß! Gut, dann schieß doch drauf! Mein lieber Mann, Herrmann. Ja, mir tatsächlich. Diesmal war ich vorbereitet. Ne, das habe ich gesehen. Habe ich dich gemerkt. Also soll ich nicht so viel erwarten, aber mit einem Angriff rechnen? Es ist ein kompliziertes Gleichgewicht. Rechne mit dem Schlimmsten. Mutmaße niemals. Und rechne immer mit einem Angriff. So wow, wie als. Eine wird's... Menge zu merken. Jo, als würdest du Nachmittag in Edeka gehen. Na gut. So. Was denn jetzt? Ah. Das X markiert die Stelle. Los, Sohn. Dann nehmen wir das noch mit. Welche Schandtaten uns hier wieder erwarten. Das ist Hund. Konzentrieren, Junge. Blöder Köter. Jemand? Noch kein Wetzstein. Und nur noch ein Raum. Ich weiß, ich soll nicht hoffen, aber glaubst du... Nein. Alles gut, mein Sohn, alles gut. Wir kommen schon zur Rande. Wir finden das Ding schon. Und das ja voller Hoffnung. Ah. So. Ich sag mal. Genau, Stahl gefunden. Ist das toll. Mach bald eine meine eigene Gießerei auf. Dann könnt alle mal staunen. Ah. Weiter geht's. So. Reingestopft und mitgebracht. Das Runde muss ins Loch. Sehr schön. Komm mit. Was? Was sagst du? Aha. Einfach nur Zuckung. Ich verstehe schon. Sehr schön. Das sieht doch jetzt aus wie eine Schatzkammer. Schön. Sag mal.
Der unsterbliche Götterfrosch. Oh. Aha. Schau mal einer an. Da ist einer. Oh. Den quatsch mal gleich. Warte. Ja, damit. Leichter Runenangriff. Ein mächtiger Eisstrahl, der bei Berührung jeden Gegner verlangsamt. Hat man den nicht schon 1000 Mal? Zorn. Ne, wir haben doch diesen Zorn-Typen hier. Der ist doch viel besser. Q gedrückt und da. Jo, also ich bin der Meinung. Obwohl, warte mal. Angriff des weißen Bären. Ne, wir haben das Ding, ne? Den Njordstorm. Njordstorm. Old Crazy Wolf, grüß dich. So, da kommt der Nächste. Guten Tag. Willst du auf meine Leiche pissen? Ja. Du undankbarer Kleiner. Gerne. Wer seid ihr zwei? Erst wird gepisst. Wir suchen einen Wetzstein. Wo ist er? Tja, es war einer in diesem Raum. Mein Sohn schärfte seinen Dolch daran und stach ihn mir dann in den Rücken. Was? Dieser Mistkerl wollte offenbar das Kommando über meine Leute. Ich war hart zu ihm, ja. Es kam nicht mal überraschend. Ich tat dasselbe, als ich in seinem Alter war. Er tötete seinen Vater? Mhm. Wo ist er jetzt? Er ist zwar ein Mistkerl, aber er ist mein Mistkerl. Ich werde dir nicht helfen, Narr. Dann hilft mir sein Dolch. Hey, der gehört mir. Hey! Komm, Junge. Wir gehen. Schwer dich doch. Oh. Wie haben wir den denn beim letzten Mal besiegt, den Kerl? So ja, gib dir Mühe. Dann lern was. Lern was von deinem alten Herrn. Das ist ja die reine Loot-Seuche hier. Moment. So. Eieieiei. Das hat sich ja wieder gelohnt. Jetzt will ich noch mal in Ruhe gucken, da an dieser blöden Kiste da hinten. Für ein paar schlappe Fieber könnt ihr gut kämpfen. So viel steht fest. Aber da kommt doch immer noch ein Aber. Hier ist auch nichts drin. Ich suche immer noch einen Wetzstein. Na gut, ihr Lieben, in der nächsten Folge suchen wir weiter diesen ominösen Wetzstein. Hinterlasst doch bitte ein Däumchen nach oben, das wäre ein absolutes Träumchen. Dann sehen wir uns wieder. Ich, der kleine Scheißer und der Geist. Tschüss.